Und da frage ich dich, ist der Owner, ist Ursay, ein wenig besoffen gewesen bei der ganzen Entscheidung? Kann gut sein, dass er besoffen war. Es kann sein, dass da andere Substanzen mit im Spiel waren. Es kann aber auch sein, dass ihm einfach gereicht hat und er wollte jetzt auf Teufel komm raus irgendwas Besonderes machen. Und ich glaube, das ist es vermutlich am Ende eher gewesen. Hintergrund kurz: Frank Reich wurde entlassen, nachdem er vor ein paar Wochen noch gesagt wurde, nee, der ist safe bis mindestens Saisonende. Dann wurde erst Matt Ryan gebencht, dann wurde der Offensive Coordinator gefeuert und jetzt ist Frank Reich halt auch gegangen. Und was man da normalerweise macht als Team, ist halt nicht in der Saison schon einen kompletten Head Coach einstellen für die nächsten Jahre, sondern einen Head Coach ad interim, also einen vorübergehenden Head Coach bis Ende der Saison erstmal. Die sind nicht zwangsläufig raus nach der Saison, manchmal bleiben die dann auch als Head Coach, aber in den meisten Fällen sind die dann weg, übernehmen quasi wirklich nur den Zeitpunkt, haben nur Vertrag bis dahin und dann kommt ein richtiger neuer Head Coach. Normalerweise in eigentlich jedem Fall ist es einfach irgendwer, der schon im Team ist, dann der Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, der Quarterback Coach, der O-Line Coach, was auch immer, der einfach hochgezogen wird von wegen, okay, du bleibst bei deinem Job und zusätzlich dazu bist du jetzt bis Ende der Saison vorübergehend der Head Coach. Und bei den Colts hat Ursa jetzt gesagt, nee, das ist mir alles nix. Ich hole einfach jemanden, der absolut keine Coaching-Erfahrung hat, auf irgendeinem Level ansatzweise vergleichbar mit der NFL. Der hat gecoacht, aber halt Highschool in Georgia irgendwo die letzten Jahre jetzt. Also nicht mal NFL-Erfahrung, nicht mal College-Erfahrung, gar nichts wirklich. Plus, der hat am Ende nichts mit dem Team zu tun. Mit der Franchise schon, weil er, ich glaube, 16 Jahre oder so, auf jeden Fall ewig lange Center gespielt hat in der NFL und die meiste Zeit davon bei den Colts mit Peyton Manning zusammen, Jeff Saturday. Aber er hat halt nichts mit dem Team jetzt zu tun, mit den Coaches jetzt. Hat er pro forma ein Büro, weil er, ich glaube, Offensive Consultant ist oder irgend sowas, irgend so eine Rolle, die eigentlich keine Rolle ist. Und das finde ich persönlich richtig dreist gegenüber Kandidaten, die deutlich Erfahrung haben, die sich das verdient hätten, da jetzt einfach irgendwen zu holen, der halt einfach so da ist, halt zufällig. Die Pressekonferenz war auch super merkwürdig von Ursay, wo er halt ganz viele Sprichwörter irgendwie falsch gesagt hat und sich verrechnet hat und gesagt hat, ja, letztendlich war der die einzige Option, was ich mir auch nicht so wirklich vorstellen kann. Normalerweise gibt es ja häufig so einen Jetzt-erst-recht-Effekt, wenn der Coach gefeuert ist, dann spielt das Team erstmal kurz irgendwie mit frischem Mut auf. Haben wir bei den Panthers auch kurz gesehen, aber ich weiß ehrlich nicht, ob das kommen wird, wenn der Coach nichts mit dem Team zu tun hat und von außen kommt. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde das irgendwie richtig respektlos den anderen Coaches, die schon bei den Colts waren, gegenüber. Ich muss vor allem erstmal sagen, als ich das gesehen habe, also ich muss sagen, die meisten News sehe ich immer auf Instagram. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber ich habe halt so eine Meme-Seite von NFL abonniert. Und die machen halt immer so Fake News, sage ich mal, die halt wirklich genau aussehen wie diese Nachrichten von der NFL. Und dann habe ich das gesehen und ich habe zu 100% gedacht, das ist einfach so von so einer Meme-Seite. Als ich dann gesehen habe, dass es wirklich von der NFL ist. Also ich finde das wirklich mega crazy. Ich finde es vor allem, also das ist das, was du zuletzt gesagt hast, gegenüber den Spielern der Colts echt mega komisch und auch irgendwie nicht fair. Weißt du, du wirfst da so jemanden rein, der kein bisschen gecoacht hat in dem Team, der noch nie in der NFL gecoacht hat, der noch nie im College gecoacht hat, sondern nur in irgendeinem Mini-Ort in Georgia, bei irgendeiner Highschool 3 Jahre. Und ich weiß nicht, das ist so. Ich glaube, die Spieler müssen einfach wenigstens ein bisschen Bezugspunkt zum Coach haben. Und du hast ja gesagt, die meisten Coaches, die Interims-Headcoach werden, die kommen eigentlich aus dem Team. Und deswegen bin ich da echt, muss ich sagen, mega, mega überrascht. Ich fand auch, das hat so ein bisschen so Vibes gebracht von wegen, die Saison ist irgendwie vorbei. Und jetzt probiere ich mal so was fancy aus. Also, ich bin gut mit dem befreundet mäßig. Das ist ein Kumpel von mir. Wir verstehen uns gut. Der war bei den Colts. Also kann er sich jetzt mal ausprobieren als Head Coach. Was haben wir schon zu verlieren? Oder irgendwie sowas. Und das finde ich mega, mega komisch. Ja, vor allem auch in der Pressekonferenz kam es halt auch so richtig rüber, als ob er einfach auf Teufel komm raus, wie du meinst, irgendwas anders machen wollte. So, das ist auch das erste Mal, dass Ursa überhaupt in der Saison Head Coach feuert und nicht danach. Und dann hat er sich gesagt, okay, alle machen es so, ich brauche irgendwas anderes. Und seine Begründungen waren dann auch, ja, wir brauchen irgendwen, der keine Angst hat davor, falsche Entscheidungen zu treffen, der nicht mit den Analytics was am Hut hat und so. Das ist so zusammengeschustert. Und Pat McAfee hat in seiner Show eine ganz witzige Erklärung, weil letztens viele von dem letzten wirklich richtig guten Colts-Team
da waren und sich versammelt hatten, die den Super Bowl gewonnen haben und so weiter. Und Pat McAfee hat dann gesagt, da hat Jim Irsay vermutlich gedacht, ey, irgendeinen von denen brauche ich hier wieder in dem Gebäude, damit es wieder zu der Zeit zurückgeht und so. Ich glaube, der stellt sich das ein bisschen zu einfach vor. Ich frage mich auch, wie das Ganze mit Chris Ballack gelaufen ist, mit dem General Manager. Der kann eigentlich, der wirkt sehr, sehr clever und der macht eigentlich normalerweise kluge Moves immer. In meinem Kopf kann der nicht hinter der Entscheidung stehen. Das ist so eine ganz klassische, oh, der Owner ist ein bisschen verrückt und will jetzt was ausprobieren, Sache. Für Chris Ballack muss es auch super komisch sein, oder? Auf jeden Fall. Also ich weiß immer ehrlich gesagt nicht genau, wie das so läuft, wie der General Manager im Vergleich zum Owner mitreden kann. Hm. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wenn halt der Owner am Ende sagt, ja, ich will's so, dann kann man auch nichts machen als General Manager. Ich kann mir auch gut vorstellen, wahrscheinlich hätte er sich am Anfang gedacht, ja, ich hole jetzt Peyton Manning ran. Und der hat dann wahrscheinlich gesagt, nee, du, lass mal lieber. Ja. Und dann hat er irgendwie den Nächstbesten genommen, keine Ahnung. Kommt ja auch noch ein bisschen dazu, dass er jetzt auch angesagt hat, wer sein Offensive Playcaller sein wird am Wochenende. Und das ist auch, also der kommt tatsächlich aus dem Team, hat aber vorher nur Assistentrollen in der Offense gehabt. Wie genau die Rolle heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, Assistent auch beim Quarterback-Coach oder vielleicht war er sogar Quarterback-Coach. Nee. Und auch, wie gesagt, was das Play-Calling angeht, gar keine Erfahrung. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt aufs Wochenende, was das dann offensiv wird. Und es ist zum Beispiel, wir haben jetzt vor ein paar Wochen auch über Sam Ellinger geredet, der da jetzt total frisch und neu in, eine Rolle, eine Starting-Quarterback-Rolle übernehmen muss. Ich glaube, für den ist das jetzt nochmal die schlimmstmögliche Situation, in der du sein kannst, eine Offense, die irgendwie gefühlt gar keine Kontrolle hat. Also, die tun mir ein bisschen leid, die Spieler der Colts, vor allem die Offense halt. Meinst du, er spielt Ellinger? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zu Matt Ryan zurückgeht jetzt. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das Witzigste ist, dass Jeff Saturday vor, ich glaube, 3 Wochen oder sowas irgendwas zu den Raiders getweetet hat. Von wegen, oh, dieses Raiders-Team sieht wirklich richtig schlecht aus oder irgend sowas. Also er hat die mehr oder weniger deutlich gebasht und jetzt erstes Spiel direkt gegen die Raiders. Also wird witzig. Ja, wird vor allem witzig, weil ich nachher eine Bold-Prediction zu dem Spiel habe. Oha. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann seid doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19.30 Uhr wieder heißt Shut Up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an und für noch mehr folgt uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballpods.com vorbei.